Wenn jemand raucht, was sollte man ihnen sagen? Es gibt Leute, die verstehen Beweise von Koran und Sunna, und dann gibt es Leute, du musst ihn so nach, du musst ihn mit dem überzeugen, was er kann oder was er kennt. Frag ihn, ob das, was er macht, gesund ist. Er wird dir sagen, nein. Du sagst ihm, guck mal, subhanallah, die Zigarette, wenn du sie wegschmeißt, du selber trittst mit den Füßen da drauf. Was heißt das? Was heißt das? Du fragst ihn, wenn du die Zigarette anzündest, sagst du Bismillah. Manche sogar rauchen die Zigaretten mit der linken Hand, weil sie wissen, die rechte Hand ist geehrt. Und mit der linken Hand macht man nur das Schmutzige. Dann raucht er mit der linken Hand. Er sagt, A'udhu billah, nicht mit der rechten Hand. La hawla wa la quwwata illa billah. Wir haben eine Fiqh-Regel, Achil Karim, das ist Ijma. Du darfst dir keinen Schaden zufügen und auch nicht den anderen. Was machst du bei der Zigarette? Beides. Wisst ihr, wie viele Passivraucher sterben? Leute, die nicht rauchen, aber die sind immer in der Umgebung von Leuten, die rauchen. Subhanallah, die sterben auch. Wallahu ta'ala ala wa'alam.